Das ist ein Rohstofflager für unsere Elektromobilität, die Atacama-Wüste in Chile. Hier wird abgebaut, was die Automobilindustrie dringend braucht. Lithium für ihre Batterien. Pumpen befördern mineralhaltiges Grundwasser in künstliche Becken. Das Wasser verdunstet, ein Lithiumkonzentrat bleibt übrig. Doch die Folgen sind dramatisch. Der Grundwasserspiegel sinkt ab, Flussläufe trocknen aus und auf früheren Ackerflächen gedeiht gar nichts mehr. Ihr am anderen Ende der Welt sollt wissen, man produziert Lithium und opfert uns. Sie verdienen Millionen und Abermillionen von Euros, aber sie opfern Menschen. Doch der Hunger nach Lithium und anderen seltenen Rohstoffen wird immer größer, sagen Experten. Wir gehen davon aus, dass wir ab Mitte der 2020er Jahre mit einer Größenordnung von mindestens 15% der Neuwagenzulassungen elektrisch rechnen können. Das wären dann 15 bis 20 Millionen Elektrofahrzeuge. Aber tragen auch deutsche Autobauer für diese Bilder eine Verantwortung? VW schreibt: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu unseren Lieferanten und Sublieferanten aus wettbewerbsrelevanten Gründen nicht äußern. Und BMW sagt: Wir wählen unsere Lieferanten stets aufgrund strengster Kriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit aus. Ein weiterer Rohstoff für Batterien: Kobalt. Die Demokratische Republik Kongo ist das Hauptabbaugebiet. Ein kleiner Teil kommt dort aus selbstgegrabenen Schächten. Die Bergmänner wollen etwas abhaben vom Boom. Sie arbeiten barfuß, ohne Sicherung und in 45 Metern Tiefe. Der Kobaltstaub ist hochgiftig, verursacht Lungenschäden. Zurück bleibt eine durchlöcherte Landschaft. Die Arbeit ist extrem gefährlich. Fast jeden Tag gibt es Unfälle, weil die Böden so brüchig sind. Umweltschäden und zum Teil menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Ein hoher Preis der scheinbar sauberen Elektromobilität. Das Wuppertal-Institut für Klimaforschung hat untersucht, welchen Einfluss der Ressourcenabbau auf die Ökobilanz der E-Autos hat. Denn nicht nur der Lithiumabbau geht oft mit massiven Umweltbelastungen einher. Auch in China, wie in Bayan Obo nahe der Grenze zur Mongolei, werden für den Abbau sogenannter seltener Erden für E-Auto-Batterien ganze Landstriche zerstört. Giftige Chemikalien und radioaktive Substanzen verschmutzen die Umwelt und verseuchen das Wasser. Dazu braucht ein E-Auto viel Kupfer, Kobalt und andere schwer zu gewinnende Rohstoffe. Das Ergebnis der Forscher: Wenn man sich die Herstellungsphase ansieht, dann ist der kumulierte Materialaufwand für batterieelektrische Fahrzeuge etwa doppelt so hoch wie bei den Verbrennungsmotoren. Das liegt im Wesentlichen an der Batterie, deren Herstellung materialaufwendiger ist. Für die Herstellung eines Elektroautos wird doppelt so viel Umwelt zerstört wie bei einem Auto mit Verbrennungsmotor. Denn während bei Benzinern und Dieseln überwiegend Stahl zum Einsatz kommt, für den vergleichsweise wenig Natur zerstört wird, richtet der Abbau der vielen Batterierohstoffe weltweit enorme ökologische Schäden an. Und je größer die Batterie, desto größer der Umweltschaden. Ökologisch gesehen ist der Trend der Autobauer zu Elektroautos mit immer größerer Reichweite also Unsinn. Für die Umwelt und das Klima. Der 8-jährige Dorsen kann nicht zur Schule gehen. Er muss seinem Vater helfen und nach Kobalt schürfen. Das Mineral wird für die Produktion von Smartphone- und Tablet-Akkus gebraucht. Doch während Apple, Samsung und Co. Milliardengewinne einstreichen, bleiben die, die die Rohstoffe dafür fördern, bitterarm und sind häufig auf die Hilfe ihrer Kleinsten angewiesen. Wenn ich hier arbeite, leide ich. Meine Mutter ist schon gestorben. Ich muss hier den ganzen Tag schuften und mein Kopf tut mir weh. Mit eigenen Händen hat Dorsens Vater eine Mine angelegt, in einem Land, das reich ist an Bodenschätzen und arm an staatlicher Kontrolle. Nach einem Bericht von Amnesty International arbeiten etwa 150.000 Menschen allein im Kongo in solchen lebensgefährlichen Stollen. Wir müssen Mineralien finden. Wenn ich welche finden würde, könnte ich ihn in die Schule schicken. Aber wir haben nie Geld. Wir sind verurteilt, weil wir unsere Kinder nicht zum Lernen schicken können. Das bisschen Geld, das wir bekommen, reicht nicht mal, um sie zu ernähren. Durch den Bericht eines britischen Fernsehteams wird eine lokale Hilfsorganisation auf Dorsen und seinen Vater aufmerksam. Ihm und seinem Freund Richard bieten sie an, in einem Ort 160 Kilometer entfernt zur Schule zu gehen.
Dorsens Vater zögert keine Sekunde, auch wenn er seinen Sohn eigentlich selbst zum Überleben braucht und ihm der Abschied sichtlich schwer fällt. Dorsen, geh und lerne fleißig. Streite dich mit niemandem. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich besuchen kommen. Kein Streit, ja? Glaub nicht, dass ich hier bleibe und sterben werde. Nein, ich werde für dich da sein. Für Dorsen und Richard ist es eine Reise in eine neue Welt. 3 Mahlzeiten am Tag, Unterricht statt Knochenarbeit, saubere Kleidung und zum ersten Mal in ihrem Leben können sie in einem richtigen Bett schlafen. Ich bin froh, hier zu sein. Im Jahr 2014 wurde die Zahl der Kinderarbeiter, die im Kongo nach Bodenschätzen schürfen müssen, von UNICEF auf 40.000 geschätzt. Dorsen und Richard haben nun eine Chance bekommen, diesem Elend zu entfliehen.